Hallo, ich bin Jens, ihr seid hier bei Optionsstrategien.tv und heute sprechen wir mal darüber, was macht man eigentlich mit seinen offenen Positionen, wenn man in den Urlaub fährt. So, ihr seht es hinter mir, ich bin immer noch im Urlaub im wunderschönen Ötztal in Österreich. Ihr hört es vielleicht auch so ein bisschen bimmeln, das sind ein paar Schäfchen, die hier gerade direkt vor dem Hotel weiden. Und ich bin im Urlaub, habe ein paar Positionen offen, aber ich bekomme natürlich ganz oft E-Mails oder ich werde auch im Coaching gefragt, Mensch, was mache ich denn eigentlich, wenn ich im Urlaub bin und wenn ich offene Positionen habe? Und das Ding ist natürlich, man muss hier ein bisschen unterscheiden, wo macht man Urlaub, wie lange macht man Urlaub und was hat man für einen Zugang zu seinen Positionen beziehungsweise welchen Zugang zu seinen Positionen möchte man denn überhaupt haben. Ich war jetzt hier so auf einem kleinen Kurzurlaub, insgesamt nur 2 Tage Börse verpasst und hier in einem tollen Hotel, WLAN-Zugang, das heißt also relativ simpel das Ganze zu handhaben. Und das heißt, ich habe im Vorfeld jetzt nicht großartig an meinen Positionen was verändert. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Gewinn noch mitgenommen, die eine oder andere Position, wo ich dachte, na, das könnte ein bisschen kritisch werden, vielleicht ein wenig gehedged. Aber ansonsten wusste ich halt, okay, ich habe hier jederzeit die Möglichkeit, über eine vernünftige Internetverbindung in mein Depot zu schauen und konnte also da jetzt das Ganze problemlos handeln. Also einfach heutzutage kann man ja hier über das iPhone oder so oder ein iPad nimmt man halt mit. Hier hat man seine ganzen Positionen drauf und kann das natürlich dann relativ gut handeln. Jetzt gibt es natürlich aber auch Situationen, wo man sagt, okay, man ist vielleicht irgendwo ein bisschen weiter weg, man ist irgendwo hingeflogen, ist da schön in Strandnähe und weiß es nicht so genau im Vorfeld, was werde ich dort für Bedingungen haben. Internet, habe ich richtig ordentliches Internet, ist das Internet permanent verfügbar, ist es auch eine stabile Leitung, die mir dann auch gestattet, auf meine Handelsplattform zuzugreifen. Und es ist natürlich auch die Frage, möchte ich denn überhaupt im Urlaub auf meine Positionen zurückgreifen? Und wir wissen ja, dass gerade wenn wir Optionen verkaufen, haben wir ja theoretisch immer ein unbegrenztes Risiko, sodass es aus meiner Sicht schon Sinn macht, wenn man wenigstens einmal am Tag auf seine Positionen schauen kann. Also dass man zumindest sagen könnte, ich kann sie zumachen. Und deswegen mache ich es immer so, oder habe es früher so gemacht, wenn ich irgendwo in den Urlaub gefahren bin, irgendwo hingeflogen nach Asien oder egal wohin, wo ich es nicht genau wusste, werde ich da einen vernünftigen Internetzugang haben, werde ich da die Möglichkeit haben, meine Positionen ordentlich zu handeln, dann habe ich ganz einfach meine Positionen geschlossen. Das heißt also, ich habe in der Woche, bevor ich dann in den Urlaub gefahren bin, einfach nach und nach alle Positionen geschlossen und habe quasi damit meinen Kontostand eingefroren. Weil wir müssen ja immer sehen, wir haben immer zwei Ängste in uns. Die eine Angst ist immer, dass wir was verpassen. Also dass wir sagen, ah, was ist denn, wenn ich jetzt 14 Tage lang nicht da bin, dann arbeitet doch der Zeitwertverfall für mich und mein Konto könnte doch auch ansteigen. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer auch so ein bisschen berechtigte Angst, dass wir sagen, was ist denn, wenn in dieser Zeit irgendetwas passiert, ich bekomme es nicht richtig mit oder ich habe keine richtige Möglichkeit zu handeln und dann erleide ich großen Schaden. Und da muss man natürlich jetzt einfach sehen, was wäre denn schlimmer? Also ist es jetzt schlimmer, wenn ich vor dem Urlaub meinen Kontostand einfriere, keine riskanten Positionen mehr offen habe und mich dann wirklich auch richtig auf meinen Urlaub, auf meine Familie, auf die Zeit mit meiner Familie konzentrieren kann? Oder wäre es schlimmer, wenn ich das Ganze offen lasse, sage, okay, ich gehe das Risiko ein, dass in dieser Zeit was passiert und am Ende komme ich wieder und der Urlaub hat mich ein Vielfaches dessen gekostet, was er ursprünglich gekostet hat, nämlich weil ich Geld in meinem Portfolio verloren habe. Und deswegen mein Tipp, wer keine Möglichkeiten hat, dass er beispielsweise einem Trader-Kollegen, einem Freund oder wer auch immer die Möglichkeit einräumen kann, mit aufs Konto zu schauen, zu Hause, der einem dann die Position mit managen kann, der sollte einfach vor dem Urlaub seine Positionen schließen. Denn mir ist selbst einmal so gegangen, man lernt ja immer aus eigenen Erfahrungen, dass ich mal im Urlaub war, habe dann so am Rande so ein bisschen mitbekommen, da war irgendwie was los, konnte aber jetzt auch nicht genauso nachvollziehen, was genau mit meinen Positionen passiert ist, weil ich eben nicht so diesen Internetzugang hatte und weil ich auch gar nicht die Gelegenheit hatte, immer reinzuschauen.
Und dann bist du im Grunde den ganzen Tag damit beschäftigt, zu denken, ah, was ist mit meinem Konto passiert? Habe ich jetzt Geld verloren? Ist alles gut gegangen? Und man versucht dann überall, wir waren damals so wohnmobilmäßig unterwegs und man versucht dann überall irgendwo eine Nachricht zu erhaschen. Wenn man irgendwie wenn man in einen kleinen Ort gekommen ist, hat man irgendwie geschaut, dass man irgendwann ins Internet gehen kann. Und im Nachhinein merkt man natürlich, dass das absolut schizophren ist. Also man konzentriert sich gar nicht mehr oder man hat überhaupt nicht mehr so den Spaß am Urlaub, den man eigentlich haben sollte, sondern man guckt eben dann mehr, was macht meine Position zu Hause. Und deswegen habe ich das mittlerweile für mich vollkommen abgeschafft. Also wenn ich habe es glücklicherweise durch meine Firma den Vorteil, dass zu Hause jemand auf Positionen schauen kann, aber wenn ich eben keine Möglichkeit hätte, dass jemand auf meine Positionen schaut, dann würde ich die Positionen einfach alle schließen. Weil dann komme ich wieder, ich bin genau da, wo ich angefangen habe oder vor meinem Urlaub war. Ich habe überhaupt nichts verloren. Ich kann vollkommen entspannt meinen Urlaub genießen und danach geht es eigentlich wieder von vorn los. Und da wir ja prinzipiell immer auch versuchen, in hoher Volatilität zu verkaufen, ist es natürlich auch kein Problem, diese Positionen vom Urlaub wieder zu schließen, weil wir wissen, wir haben liquide Märkte, wir haben hohe Vola, also das heißt, also wir kriegen auch immer gute Preise dafür. Und wenn eben eine Position jetzt im Minus ist, 30, 40% im Minus und wir schließen sie und wir stellen jetzt nach dem Urlaub fest, die Position wäre gut gegangen, egal, der Kontostand ist der gleiche wie vor dem Urlaub. Und mit hätte, wäre, wenn, gewinnt man eh nichts an der Börse, nicht an der Bühne, sondern an der Börse. Und deswegen einfach diese Position schließen, entspannt in den Urlaub fahren und wenn man wiederkommt, mit neuer Energie rangehen und einfach neue Positionen aufbauen. So, ich genieße jetzt noch ein bisschen meinen Urlaub, auch wenn es nur ein kleiner Kurzurlaub ist. Wir sehen uns wieder dann hier auf dem Kanal, vielleicht dann beim nächsten Mal schon wieder direkt aus dem Büro. Also bis bald, macht's gut, servus, bye bye.